Hallo Leute, weiter geht's mit Ara History Untold. Ja, in der letzten Folge hat uns irgendeine Nation da eins gepfiffen und gesagt, nö, ihr kriegt nicht die Pyramiden. Wir nehmen sie. Ihr nicht. Vielleicht kriegen wir einen Koloss von Rhodos. Schön wär's. Forschung abgeschlossen, Blaupause und jetzt geht's ab in die Ära der Eisenverarbeitung. Dauert 3 Runden, dann haben wir die. Oh, da gibt es dann Metallwerkzeuge. Schmiede. Das war eigenen Metallbahn schmieden können. Wichtig. Und natürlich die Metallwerkzeuge. Metalltöpfe auch nicht schlecht. Können wir als Annehmlichkeit mitnutzen. Eisen kann dann abgebaut werden. Aber das Problem ist, wir haben hier nirgendwo Eisen entdeckt bei uns. In der Gegend. Genau so sieht's aus. Anspruch erzeugt. Wartet, wartet, wartet. Hier wurden Raubtiere besiegt. Hier ist die Steingrube fertig geworden. Das ist sehr gut. Steinwerkzeuge mit reinnehmen. Und dann haben wir die Wahl. Edelmetall. Oder 9 Mark Gold. Also wir brauchen das jetzt nicht unbedingt. Das 9 Mark Gold. Deshalb lassen wir es mal bei Edelmetall sein. Ja. Speer hat ein bisschen Gesundheit verloren hier beim Kampf gegen die Alligatoren, aber er hat sie besiegt. Das ist sehr schön. Einheit untätig. Ja, du wirst jetzt auf jeden Fall erstmal zurückkommen. Und dich heilen. Bevölkerungsmeilenstein in Assur. Da hatten wir gesagt, wir wollen hier unten eine Region uns gönnen, die vielleicht, wo wir nochmal einen Triumph bauen können. Wir brauchen den Triumph, wenn wir hier nicht abstinken wollen, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist nun mal unsere produktionsstärkste Stadt. Und wir haben dann einen Experten bekommen. Da schaue ich ganz gerne immer mal zuerst bei den Fertigern vorbei. Hier könnten wir einen Kornspeicher nach oben bringen. Da wir aber irgendwann in jeder Stadt einen Kornspeicher haben, haben wir auch, also sowas in meinem privaten Spiel, genügend Getreidelager. Deswegen braucht man da jetzt nicht unbedingt einen Experten drin haben. Metzger plus 25% zusätzliche Bauproduktion für Industrieverbesserung. Ach so, in der Region. Da ist die Frage, ist in der Region, wo wir den Metzger gebaut haben, überhaupt noch Platz? Nö. Dann brauchen wir den jetzt auch nicht unbedingt dort. Und beim Bäcker, dass wir schneller Brot produzieren. Das wäre eine Variante. Wir testen es mal 0,7 und so sind es dann wie viel? 0,9. Ja, das ist okay. Lass mal den Experten da drin. Achso, den Koloss von Rhodos wollten wir uns doch noch angucken. Können wir den hier überhaupt bauen? Können wir. Alles klar, brauchen aber halt Metallbahn. Heißt, wir brauchen eine Schmiede. Krass, oder Leute? Also dieses Ressourcenmanagement ist wirklich für ein Vor-X-Strategiespiel heftig, wie ich finde. Klar, man kann es jetzt nicht mit, oh Gott, wie hießen die Serie, mit Anno vergleichen, wo man ganz, ganz viel verschiedene Ketten hat. Aber hier kann man halt direkt mit den Ressourcen halt auch arbeiten, indem man die in diese Verbesserung reinsteckt, also sprich Gebäude, und dadurch andere Sachen wieder produziert. Region beansprucht, alles schön. Drogerie ist abgeschlossen, dann können wir hier Kräutermedizin produzieren und noch ein Rad mit reinnehmen. Jetzt können wir die Alraun-Pflanzen nutzen.
Vermögen minus 10 ist mir ein bisschen zu teuer. Dann lasst mal noch ein paar Keramiktöpfe hier mit investieren. Genau so machen wir das. Und bevor wir den Stall jetzt hier produzieren, holen wir uns noch eine Schmiede. Ah ne, ist die jetzt schon freigeschalten? Hatten wir? Ne, das ist noch gar nicht freigeschalten, oder? Wartet, wartet, wartet. Ganz ruhig, Sadum. Ganz ruhig. Ne, die Schmiede ist noch nicht fertig. Das dauert noch einen Moment. Zwei Runden noch. Genau, dann haben wir die Schmiede. Drogerie ist geklärt. Einheit untätig. Oh. Jetzt haben die hier noch eine Stadt gegründet, ey. Neu-Sardinien. Also das wären so die zwei Sachen, die, wenn es zum Krieg kommt, wir die zwei Städte wegballern. Aber das Ding ist ja, wenn wir China überholen von dem Prestige, dann brauchen wir gegen die gar keinen Krieg führen, weil die werden dann einfach von der Zeit vergessen. Das heißt, denn ihre Städte werden zu Ruinen. Also führen wir indirekt, kann man so sagen, jetzt schon einen Auslöschungskrieg gegen die. Ja. Ja. Brauchen unbedingt noch einen Triumph, um safe zu sein. Und auch nur, also wir sind nur dann safe, wenn die nicht auch einen Triumph bauen. Welche Einheit? Ach ja, die. Besserung abgeschlossen, Kornspeicher. Rad reinnehmen, Keramiktöpfe, Seil, Energie haben wir nicht. Und produziert mal bitte Getreidelager und Keramiktöpfe. Projekt wählen, das ist Nabara. Koloss von Rhodos. Wir brauchen die Metallbaum. 5 von 9. Ein Wohnhaus noch in der Innenstadt. Dann hat man noch mehr Wohnraum zur Verfügung. Aber wir können auch erstmal noch ein paar andere Gebäude bauen. Ein Keramikladen wäre nicht schlecht. Werkstatt, Jagdlager. Ach, ein Altar. Fehlt hier übrigens auch noch, oder? Ja. Dann lass hier mal noch ein Altar bauen. Einheit untätig. Holt euch mal das Lager da oben. Dann könnten wir die Runde beenden. Machen wir auch gleich, aber wir wollen mal hier so durchschauen. Gibt es irgendwas, was wir verbessern könnten? Irgendwelche Annehmlichkeiten ausgelaufen? Irgendwo noch Experten vergessen in unseren Städten? Nö. Nö. Wir könnten aber hier einen Hof bauen. Also kaufen. Ich würde lieber hier das Jagdlager vielleicht kaufen. Die brauchen am längsten noch. Mal sehen. Wir haben die Eisenzeit erreicht. Die Eisenzeit wurde erreicht. Mein Kaffee ist noch ganz schön heiß. Willkommen im Zeitalter der Eisenzeit. In dieser Ära weicht Bronze geschmolzenem Eisen, was zu unzähligen Innovationen führt. In der Kriegsführung werden Befestigung, Stadtmauern und langwierige Belagerungen mit leistungsstarken Belagerungsmaschinen zum Alltag. Und Fortschritte in der Seefahrt ermöglichen den Zugang zu fernen Küsten. Innovationen in der Wirtschaftsverwaltung führen zu komplexeren Handelsmöglichkeiten und die weit verbreitete Verwendung von Münzen trägt dazu bei, neue Volkswirtschaften hervorzubringen und Verbesserungen bei den Konsumgütern voranzutreiben, um so die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Münzprägung, Bewässerung, Seefahrt, Gastfreundschaft, Denkmalgebäude, Belagerungskrieg, Navigation, Textilien und Kulturerbe. Was erforscht man denn als erstes? Wir brauchen ja noch einen Plan B.
Also, falls uns wieder irgendjemand unseren Triumph wegschnappt, der große Leuchtturm, Metallwerkzeuge, Rad. Was bringt das nochmal? Oh, 3 verfügbare Länder. Händler. Auch nicht schlecht. Bewässerung, die hängenden Gärten. 250 Prestige. Halt, das war's nicht hier. Ah, Blumen. Wir haben noch nirgendwo Blumen. Das ist ein bisschen schade. Wieso haben wir eigentlich keine Blumen hier? Wir haben die Ressourcen nicht. Doch, hier unten. Nee, Naturfarbstoffe sind das. Kommen wir aber, glaube ich, sowieso nicht dran. Wir haben echt keine Blumen, oder? Blüten, aber keine Blumen. Gut, dann brauchen wir das da auch nicht. Das sind Münzen. Gibt es hier nur 2 Triumphe? Sieht echt danach aus. Ja, dann... Navigation. Dass wir halt noch einen Plan B haben. Metallwerkzeuge und Räder. Brauchen wir dazu. In erster Linie jetzt aber natürlich... versuchen wir den Koloss von Rhodos zu bekommen. Vielleicht ja auch... Naja gut, beides ist wäre ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt. Wir wollen die Kirche mal im Dorf belassen. Hier könnte man eine Schmiede reinsetzen. Stall ist auch gleich fertig, den lassen wir mal noch durchlaufen. Okay. Einheit untätig. Ja, dann kämpft mal noch gegen die Wölfe. Vorbild verfügbar. Wir haben, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Vorbild. Genau. Auslandsberater. Stratege, oberster Berater, 10% Streitkraftstärke, Inlandsberater, 20% Stärke für Streitkräfte in unserem Hauptort. Nee, militärischer Berater, EP zusätzlich für alle neu ausgebildeten Streitkräfte. Ja, da geht ja komplett in Richtung Militär. Dann haben wir einen Künstler. Oberster Berater, 20% Bauproduktion für Kulturtriumphe in allen Städten. Kulturtriumphe. 20% ist nicht schlecht. Und da müssen wir aber erstmal gucken. Was ist denn der große Leuchtturm? Ist das ein Kulturtriumph? Ja, wo steht das? Ach, hier oben. Habt ihr gesehen? Da, Handel. Hm. Und Koloss von Rhodos? Wahrscheinlich ebenso irgendwas anderes, oder? Raunpflanze. Ich dachte gerade, werden hier doch Blumen, aber nö. Koloss von Rhodos. Triumph. Ach so, weil wir keine Küstenstadt haben. Also keine Küsten. Keine Küstenregion. Das ist Militär. Bringt auch nur 100 Prestige. Sehe ich gerade mal so. Das wird so knapp, Leute. Wir sind über 100 Prestige von Wu Zetian entfernt. Oh mein Gott. Also, oberster Berater, den Künstler bringt uns nichts. Militärischer Berater, plus Sicht für alle Städte. Handwerkliche Produktion in unserem Hauptort, Inlandsberater. Oberster Berater Pionier, der Herodot. Plus 5% Stadtwachstum pro Zug in jeder Stadt unter Bevölkerungsrang 5. Die sind bald nicht mehr Rang 5. Ach, was machen wir denn hier? Meisterwerkkenntnisse. Haben wir überhaupt irgendwo einen Platz, wo wir den reinnehmen könnten? Ich tendiere hierzu zu dem. Wir nehmen den mal. Praxiteles. Einer der bedeutendsten Bildhauer der griechischen Antike. Der hat halt ganz viel Meisterwerkkenntnisse. Wir gehen mal drauf.
Kompetent. Altar. Hier. Hier können wir den reinnehmen. Da ist er kompetent. Dann nehmen wir den dort mit rein. Da produziert er langsam ein Meisterwerk, was dann halt nochmal 50 Prestige bringt. Es dauert aber eine Weile, ehe das Meisterwerk fertig ist. Ja, was rennen denn hier Stammeskrieger durch euer Gebiet rum? Kümmert euch mal um die, aber es kann sein, dass die ein gutes Verhältnis zu dem Stamm haben, dass die Stammeskrieger den Chinesen nichts tun. Stall ist ja fertig geworden. Können wir auswählen. Seile, Werten haben wir genügend. Wir wollen die Kutschen haben. Pferde. Ja. Holz. Ja. Und ja, Räder. Ja, Räder oder Materialien. Ja, lass mal auf Materialien gehen und dann produziert ihr mal bitte Kutschen. Das dauert eine ganze Weile. Alle vier Runden eine Kutsche. So, der Schmied. Ich weiß, wir wollten das Geld eigentlich woanders ausgeben, aber wir müssen ein bisschen den Finger ziehen, Leute. Das dauert halt eine Weile, immer die ganzen Metallbarren für den Koloss von Rhodos zusammen haben. Ja, komm. Es nützt alles nichts. Es sein oder nicht sein, darum geht's jetzt hier. Die Vorbilder sind schon... Ich hatte gerade gewundert, warum es noch rot ist. Und wieso ist das hier rot? Nicht sicher. Abkommen? Ja, Handelsverträge. Das ist auch ein bisschen... Also die holen sich Metallbarren und wir holen uns von denen Metallbarren. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Das mit dem Handel. Okay. Grafikfehler. Ja, steht noch plus 2 Nahrung rum. Ja, ich weiß, wir wollten hier einen Siedler hinschicken. Regierung wollten wir uns eigentlich auch mal anschauen. So viel zu tun bei dem Game, so viel zu tun. Wir belassen es dabei. Wir bleiben jetzt hier bei... Hä? Noch ein Vorbild verfügbar? Hatten wir da ausgewählt. Hä? Wartet, wartet, wartet. Kriegen gleich noch ein Vorbild. Mhm. Wissenschaftler plus 2 Forschung pro Zug für Städte mit einer Wissenschaftsverbesserung. Mhm. Als Inlandsberater plus 5 Forschung pro Zug. Religionsverbreitungsinstanz in unserem Hauptort. Nee. Stadtwachstum? Nee, das... Den hatten wir doch auch vorgeschlagen bekommen, ja, oder? Jedenfalls sind das ungefähr die gleichen Sachen. Der gefällt mir am besten, weil der Forschung bringt. Hippokrates, griechischer Arzt, der als Vater der Medizin gilt. Also wir haben noch nicht so viel. Plus 2 Forschung, oberster Berater oder Inlandsberater. Also langfristig gesehen würde das wahrscheinlich so sein, dass er hier besser aufgehoben ist. Aber jetzt kurzfristig gesehen ist er hier, denke ich mal, besser drin. Also Inlandsberater. Und sobald wir die ersten paar Forschungsverbesserungen gebaut haben, nehmen wir den als obersten Berater. Stall ist fertig. Alles gut. Schmiede wurde abgeschlossen. Sofort Metallbarren in Auftrag geben. Kupfer können wir nutzen dafür. Ja, Eisen bringt halt am meisten, aber wir haben leider kein Eisenvorkommen. Das würde die Produktion um 500% nach oben bringen. Wir nehmen aber das Geld. Weil wir brauchen es. So, Schießpulver, Sprengstoff und Brennstoff haben wir noch nicht. Also 1,6 aller 2 Runden. Und wir werden hier auch sogar nochmal einen Experten abziehen. Wir können 2 Experten uns dort gönnen. In Erntegeräten haben wir keinen drin, in den Fertigern. Wir nehmen den mal hier weg, den Experten, und im
Keramikladen auch. Nee, im Keramikladen nicht. Das bringt gerade eine ganze Runde. Dann hier beim Brot. Und nehmen den die zwei Experten in die Schmiede rein. 1,9. Na. Kann nicht sein. Wieso bleibt das bei 1,9? Es bleibt bei 1,7, obwohl wir jetzt hier die handwerkliche Produktion verdoppelt haben. Ach, da war es bei 1,6. Macht das so wenig aus, die Experten? Das testen wir. Von 1,6 auf 1,7. Vielleicht braucht es auch eine Runde, bis das dann implementiert ist. Wobei, ja, das kann ich hinhauen. Schaut doch mal. Die Produktion steigt so krass an. Das kann ich hinhauen mit den 1,7, oder? Ja, wir schauen mal, ob das wirklich nur 0,1 ausmacht. Ob das dann hier bei 1,7 bleibt. Projekt wählen. Koloss von Rhodos. 11 Runden bräuchten wir hier. Handelsposten, Gerberei brauchen wir auch noch. Metzgerei haben wir gebaut. Ein Palast. Ein Palast könnten wir noch uns gönnen. Bringt auch nochmal Prestige und Stadtobergrenze. Ja, komm. Den Palast und den bauen wir in die Innenstadt. Plus 5 zusätzlich auf alle Stadtstatistiken zur Lebensqualität bei Errechnung in unserer Innenstadt. Einen Palast, bitte. Palast. Vier Runden ist er fertig. Sehr schön. Was ich gerade gesehen habe, wir müssen uns hier nochmal mit den Straßen genau auseinandersetzen. Und zwar eine Straßenverbindung von hier nach dort. 12 Runden Dauer und Kosten, weiß ich nicht, 30 Materialien oder so. Ist okay. Schmied ist fertig. Einheit untätig. Ja, ihr müsst auf jeden Fall erstmal heilen. Und ihr geht auch mal zum Heilen. Jetzt müssen wir erstmal wieder Gold sparen. Haben nichts mehr an Gold. Und dann lasst uns mal die Schmiede anschauen, ob das wirklich nur 1,7 sind. Tatsächlich. Das ist ja blöd. Also. Schmied 54. Das ist ja wirklich... Also das haut mir den Prozentangaben doch nicht hin. Wir verdoppeln unsere handwerkliche Produktion mit diesen zwei Experten. Und machen hier nur 0,1 mehr. Dann lohnt sich, also wegen 0,12 Experten hier reinnehmen. Nee. Beim besten Willen. Dann nehmen wir den wieder hier in die Werkstatt rein. Und wo hatten wir den noch rausgenommen? Ich glaube aus dem Bäcker. Ah, wartet mal, wir könnten es auch. Ach hier. Schaut mal. Plus 10 Stadtbauproduktion. Nehmen wir den hier mit rein. Okay. Dann hätten wir das jetzt hier alles fertig. Ein Hof wurde abgeschlossen in Kulisi.
Hier bekommen wir jetzt 4. Neues Projekt können wir auswählen. Ach, und sogar eine Bevölkerung haben wir dazu bekommen. Kulisi, hatten die nicht hier unten auch eine Stadt gegründet? Ja, lass uns mal die... Oh, wartet mal, hier bekommen wir Gerste. Gerste oder die Hausschweine hier unten. Die Gerste läuft uns, glaube ich, nicht davon. Dann nehmt mal die Hausschweine. Und hier holen wir uns die allrauen Pflanzen noch dazu. Und eine Annehmlichkeit können wir uns noch gönnen. Unbedingt irgendwas mit Stadtwachstum. Eine Kutsche wäre schön, aber wir haben leider noch keine Kutsche fertig. Stadtwachstum, Getreidelager. Einwandfrei. Dann hätten wir das. Indien, Krieg irgendwie beendet mit irgendjemandem. Sperrkämpfer geheilt. Bevölkerungsmeilenstein in Habu. Und hier hatten wir ja gesagt, wir wollen es in die Richtung ausbreiten. Hier oben gibt's Reis. Hier gibt's nochmal Kupfer. Lasst mal den Reis holen, weil ich glaube, dass da können wir dann auch Weizen uns gönnen, genau. Nehmen wir. Stadtrang erhöht. Kulisi, ja, das ist dieser Bevölkerungsmeilenstein, den wir uns dann schon gegönnt hatten. Okay, läuft alles. Runde beenden. Die sind komplett geheilt. Dann lasst doch erstmal versuchen, die Raubtiere hier in den ihrem Gebiet platt zu machen, bevor wir die bei uns platt machen. Also im Moment, wir haben ja hier oben noch einen Sperrkämpfer, der dann bei uns im Land das alles machen kann. So bekommen wir die Ressourcen hier von denen ihren Raubtieren. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen denen nur helfen. Nein! Wir wollen natürlich denen ihre Ressourcen. Oh, schaut mal, die haben eine Stadtmauer gebaut um Peking. Größe 9. Source Größe 10. Besserung abgeschlossen. Palast. Sehr schön. Der Palast ist fertig. Koloss von Rhodos können wir noch nicht bauen, weil es uns an Metallbahn fehlt. Aber gar nicht mehr lange. Nächste Runde müssten wir die Metallbahn zusammen haben. Dann lasst uns hier mal einfach nur ein Spezialprojekt machen. Reichtum sammeln für eine Runde. Und jetzt Stadtobergrenze. Müsste eigentlich jetzt bei 5 liegen. Wahrscheinlich erst in der nächsten Runde. Die greifen uns hier wieder an. Ja, das, da bekommen wir eine Niederlage. Das ist schlecht. Dann lasst uns den mal bitte sagen, automatisch bewegen. Verzieht euch von dort. Nächste Runde. Machen wir. Ach stimmt, die Metallwerkzeuge, Leute. Müssen wir noch umstellen, die Werkstätten. Okay. Ja, da haben wir ordentlich zu tun in der nächsten Runde. Und auch in der nächsten Folge, Leute. Metallwerkzeuge, dann Koloss von Rhodos. Oh, nur zu tun, nur zu tun. Oh, 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 oh. Nein! Die bauen den Koloss von Rhodos. Oh, ich krieg die Motten. Ehrlich, ich krieg echt die Krise. Die schnappen uns alle Triumphe weg. Das ist doch ein Mist. Boah. Ja, gut. Machen wir in aller Ruhe in der nächsten Folge, Leute. Müssen wir uns angucken. Aber hier unten seht mal unser Bevölkerungsstadt
Obergrenze hat sich erhöht. Heißt, wir können hier oben noch eine Stadt gründen. Bedeutet, wir müssen irgendwo einen Siedler bauen. Nur zu tun, nur zu tun. Freunde nach, denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare. Ganz wichtig, Abo da lassen. Kostet euch keinen müden Cent, aber motiviert ungemein. Also, lasst bitte ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge ARA History Untold wieder. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.